Im Reich nördlich der Alpen setzte Konrad II. Die bewährte Politik fort. Er zentralisierte die Herrschaftsgewalt weiter, die vor allem auf drei Mechanismen aufbaute. Präsenz in den Kernlandschaften, Einschränkung der Herzogsgewalt und Heranziehung der Reichskirche. Zentral war für ihn auch die Herrschaftsrepräsentation. Gerade er als Analphabet verstand seine Zeitgenossen besonders gut. Es entsprach seiner Logik, sich den Leuten zu zeigen, seinen Platz als oberster Richter und Feldherr zu behaupten und seinen Rang bei Gottesdiensten und Prozessionen zur Schau zu stellen. Er ist der idealtypische Herrscher einer oralen Kultur, der eine Fülle von zeichenhaften Handlungen setzte. Gerade hier zeigt sich ein Zeremoniell, das bald zum Konfliktfall wird: die Investitur der Bischöfe und Äbte. Dabei überreichte ihnen der König noch vor der Wahl persönlich den Krummstab und sprach: Accipe Ecclesiam, empfange die Kirche. Er agierte als König bzw. Kaiser gleich wie jeder andere Grundherr mit der Eigenkirche. Diese überreichten ihren Priestern auch Altartuch, Kirchenbuch oder Glockenseil. Damit wird den Anwesenden deutlich gezeigt, wem die Kirche gehört. Umgekehrt waren damit die Reichskirchen aber unter besonderem Schutz. Für die Bistümer war allein der König zuständig. Dafür bekamen sie auch Hoheitsrechte wie Zoll, Münze, Markt und Maut übertragen. Deshalb mussten die Bischöfe bei ihrer Investitur auch einen Treueeid leisten. Gerade daher war aber auch die persönliche Präsenz des Kaisers von Wichtigkeit.